Hallo, da sind wir wieder beim Stadtwerke Bochum VfL Talk. Anne Kastropper von der WAZ und Radio Bochum. Und ich habe heute zwei wahnsinnig gut gelaunte Gäste bei mir im Studio. Hallo, Günther Pohl. Schönen Dank. Von Radio Bochum. Hi. In der Tat. Und Ralf Ritter von der WAZ. Hallo zusammen, ich freue mich. Nicht nur wegen des Sieges gestern. Okay, Ralf, wie schön. Ich selbst bin auch gut gelaunt. Annalena Fehdtke von Radio Bochum ist mein Name. Und Günther Pohl, du bist vor Ort. Fang doch gerne an mit deinem Anstoß. Ja, also ich wurde erinnert gestern an einen Slogan aus einem Mantel- und Degen-Film, einem Filmklassiker, und zwar die Musketiere, einer für alle, alle für einen. Und das war eigentlich das, was mir gestern treffend aufgefallen ist. Diese Mannschaftsleistung, wie der eine den Fehler des anderen ausgebügelt hat, wie man sich in die Bälle geworfen hat, wie man selbst, ich erinnere eine Szene, der hat da eigentlich gar nichts zu suchen, wie Broschinski im Kopfball hinten in der Abwehr gegen Harry Kane klärt. Das war so großartig, das war so elektrisierend, das hat unheimlich Spaß gemacht. Und das war also ein Werbespot für Teamgeist. Und wie sie sich dann auch immer gefeiert haben, ne? Erst geholfen und dann gefeiert. Manuel Riemann, der hat ganz oft die Spieler abgeklatscht, auf den Rücken gehauen. Bernardo habe ich im Kopf, wie der da einmal blockt. Also das war wirklich großartig, wirklich eine Teamgeistleistung. Ja, im Ganzen, von denen, die reingekommen sind, nahtlos angeknüpft. Absolut, im ganzen Stadion zu spüren, bis auf jeden Rang, glaube ich. Also nicht nur auf eurer Pressetribüne, auch bei mir in der Ostkurve schon wieder unfassbares Ding. Und das lag ja nicht nur daran, dass die Bayern so wahnsinnig, also Thomas Letsch hat es ja selbst gesagt in der PK am Ende, wenn beide auf 100% spielen, dann verliert man normalerweise so ein Ding. Ne? Das ist ja auch das, wovon man als Bochum-Fan ausgeht. Aber die Bayern hatten wahnsinnig schlechte Abschlüsse auch, oder? Ja, absolut. Das nötige Quäntchen Glück, das sich Bochum dann eben auch erarbeitet hat, das hatten sie dann auch. Das war vornherein klar, wenn beide top drauf sind, dann verliert Bochum normalerweise. Bayern war nicht top drauf, sonst hätten sie gewonnen, sonst hätten sie die Abschlüsse effektiver gestaltet. Wenn man an die 5. bis 20. Minute denkt, bis zur ersten Unterbrechung, da war Bayern ja schon klar überlegen mit einem in dieser Phase überragenden Jamal Musiala. Harry Kane muss das 2-0 machen. Wer weiß, wie es dann läuft. Aber sie haben es nicht gemacht. Und Bochum hat immer den Glauben, das hat man richtig gespürt, immer den Glauben an sich gehabt, dass was geht, dass sie hier auch nicht auf Unentschieden spielen oder so, sondern dass sie dieses Spiel gewinnen wollen. Und dieses Selbstverständnis überträgt sich auch auf die Ränge. Das kommt dann wieder zurück und dann pusht man sich. Und ja, am Ende halt einen starken Riemann, der dann nochmal hält. Die Spieler, die sich in die Bälle schmeißen halt und das nötige Quäntchen Glück. Und dann gewinnst du auch gegen den FC Bayern München. Absolut. Ja. Mentalität schlägt spielerische Klasse, würde ich sagen. So nämlich. Ich mag ja gar nicht zu viel über den FC Bayern reden, weil es ist ja nochmal auch der Stadtwerke Bochum VfL-Talk. Aber es drängt sich ja ein Thema auch auf, und zwar der Trainer von Bayern. Tuchel war ja sichtlich angefressen bei den Kollegen von DAZN, sagt auch alles irgendwie mal ein bisschen fast unfair für ihn aus seiner Sicht. Und dann war er auch noch nicht bei der Pressekonferenz danach. Offizielle Aussage, er musste den Flieger kriegen. Ist es für euch glaubwürdig? Ja, also auf jeden Fall das mit dem Flieger, das stimmt. Das Spiel war ja nun deutlich später zu Ende als normal. Und die haben Flug gebucht. Und das ist ja nicht, Tuchel will den Flieger kriegen, sondern der FC Bayern will den Flieger kriegen. Also ist ja nicht, dass er alleine fliegt. Das sollte man unterscheiden. Alles andere war unterste Schublade. Denn den VfL unverdient und was er da alles von sich gegeben hat. Also der VfL ist nicht dafür verantwortlich, wenn Upamecano mit dem Ellbogen, nachdem er schon verwarnt ist, den Schlotterbeck von den Beinen holt. Ja? Mhm. Und das ist dann auch nicht Benachteiligung oder so, sondern das sind individuelle Fehler. Und dafür das als Ausrede herzuhalten, spricht ein bisschen für die angespannte Situation, in der sich der Trainer befindet. Deshalb vielleicht ein bisschen Nachsicht üben. Aber also unter meinen Aufsätzen stand immer Thema verfehlt, würde ich ihm nach der Pressekonferenz auch bescheinigen. Es gab da ja auch andere Bayern-Stimmen, ne? Der Jan-Christian Dresen, der hat zum Beispiel gesagt, Bochum hat hier verdient gewonnen, weil sie einfach diesen Tick mehr Leidenschaft, Aggressivität da reingeworfen haben, anders als die Bayern. Ja, total, total. Mit Tuchel wird's eng. Ja, genau. Also ich hätte jetzt, sagen wir mal so, ich hätte auch keine Lust auf die Pressekonferenz danach gehabt, aber wer weiß.
Unterbrechung, wie du sagst, hat das Ganze verzögert, nach hinten raus für uns alle irgendwie einen längeren Abend beschert, der ja aus Bochumer Sicht schön war. und hat ja im Endeffekt irgendwie auch den Bochumern dann doch mehr gebracht. Auch das hat ja Thomas Letsch gesagt, dass das irgendwie, dass er da in der Zeit die Zeit gut nutzen konnte. Erste Halbzeit waren es, glaube ich, 13 Minuten, zweite dann nochmal 8. Also, ja. Also da in der ersten Halbzeit, ne, wie gesagt, da war Musiala so top im Spiel und dann haben sie umgestellt. Thomas Letsch konnte die Pause nutzen, um seine Mannschaft da neu aufzustellen, neu einzustellen. Erhan Masovic weiter nach rechts zu ziehen, damit er Tim Oermann unterstützt im Kampf gegen Musiala. Und das ging dann auf. Thomas Letsch hat aber auch direkt gesagt, dass das jetzt kein Plädoyer sein soll, dass es immer Unterbrechungen gibt. Im Gegenteil, es nervt ihn, es nervt auch die Spieler. Kevin Schlotterbeck hat es auch deutlich gesagt. Es hat Folgen, die müssen runterfahren, körperlich, psychisch, da müssen sie wieder hochfahren. In dem Fall hat es Bochum mehr geholfen als geschadet, ja. Aber grundsätzlich ist man klar, hofft man, dass endlich vorbei ist mit diesen Unterbrechungen. Es nervt nämlich nicht nur Letsch und die Spieler, auch deine Meinung, Günther, ich habe mich hier schon mal dazu geäußert, auch mit euch beiden. Und da sind wir ja auch im Internet übel beschimpft und beleidigt worden. Wir lassen das mal so stehen. Ich könnte das eigentlich noch mal wiederholen, aber es nervt wirklich und es macht den Fußball kaputt. Und im Moment ist es so, Tennisbälle ruiniert Fußball. Also okay, Proteste, ja, finde ich, sind okay. Mhm. Nur diese Form ist jetzt meines Erachtens ausgereizt, damit das Spiel wieder mehr in den Vordergrund rückt. Und ich habe auch so das Gefühl, dass die ursprüngliche Sache, da geht es ja eigentlich um den Investoreneinstieg bei der DFL, bei der Vermarktung der Medienerlöse, so ein bisschen in den Hintergrund rückt und das jetzt nur noch so ein Machtkampf ist. Ich sag mal, Oberthema, wem gehört der Fußball? Ja. Ne? Mhm. Und den jetzt bei jedem Spiel auszutragen, ist auf Dauer nicht zielführend und irgendwann kommt es auch dann mal wirklich zum Abbruch. Auch gestern war es wieder kurz davor und weiß ich nicht, das kann ja letztlich keiner wollen. Auch die, die aus ihrer Sicht zu Recht dann protestieren und protestieren dürfen auch. Nur es darf dann nicht mehr diese Spielunterbrechungen geben. Gibt jetzt auch immer mehr Stimmen, die sagen, Leute, setzt euch an einen Tisch, führt den Dialog offen, ehrlich, transparent und dann muss dieses Problem gelöst werden. Mhm. Ja, einmal das Thema Spielerbruch habe ich gestern auch gedacht, das wäre ja total ärgerlich gewesen. Ich habe mich auch gefragt, ob das angesprochen wurde dann von Toto, als er in die Kurve ging, nach dem Motto, Leute, ey, wir gewinnen das hier. Ja, ja, er musste ermahnen, dass der Schiedsrichter das Spiel abbricht, wenn es so weitergeht. Ja, genau. Das ist so. Genauso wie Thomas Müller, Manuel Neuer bei ihren Fans. Genau, das war ja auf beiden Blöcken. Die Szenen sind aufeinander abgestimmt, hat man ja gestern sehr gut sehen können. Erst fangen die Bochumer an und die Fanfreundschaft hat gegriffen. Ja. Ja, nicht nur die Fanfreundschaft, es ist ja in anderen Stadien auch so. Da sind die Szenen, man ist sich einig. Bündeln ihre Kräfte und ja, wie gesagt, ich glaube, es ist dieser Machtkampf da jetzt und da müssen alle an einen Tisch. Dazu kommt, glaube ich, ein bisschen, dass auch tatsächlich, ich habe ja letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, auch noch gesagt, auch in der Kurve war die Stimmung so ein bisschen, dass man es lustig fand. Ja, haha, ein paar Tennisbälle, jetzt werfen sie wieder welche. Aber diesmal habe ich es echt sehr viel negativer empfunden und auch die Pfiffe, die dann beim ersten Tennisball kamen, lauter. Ja, ich sage, das ist das, was ich meinte, dass es so langsam ausgereizt ist, dass der Bogen jetzt so langsam überspannt wird und dann kippt auch die Stimmung. Ja, am Anfang war mehr Zustimmung noch für die Proteste und man kann es ja auch nachvollziehen, dass man sagt, wenn wir einen Banner hochhalten, Fadenkreuz lassen wir mal weg, das geht gar nicht, das ist aus meiner Sicht kriminell, aber jetzt normale Protestbanner hochhalten, dann kommt das nicht an, dann nimmt das keiner richtig wahr, da muss also mehr sein. Das war dann einmal, zweimal und jetzt reicht's, jetzt muss man wieder zum Dialog zurückkehren. Ja, aber nicht wir sollten nach so einem tollen Spiel jetzt wieder über Fußball reden. Weil ich würde einmal kurz aufrufen wollen, dass ihr gerne kommentieren könnt, was ihr zu den Protesten im Moment haltet, von den Protesten haltet, aber auch generell, was ihr zum Investoreneinstieg sagt, ob ihr dafür, dagegen seid eher. Schreibt uns gerne in die Kommentare.
So, Günther. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal wieder zum Spiel zurück. Genau, weil, absolut. Die Entwicklung der Mannschaft, die ist ja beeindruckend. Wenn man die Hinrunde sieht, da hat der VfL aus den ersten 5 Spielen 3 Punkte geholt, 3-mal unentschieden. Dabei gab es eine 7-0-Niederlage in München und eine 5-0-Niederlage beim VfB Stuttgart. Jetzt wieder 5 Spiele. Aus den 5 Spielen statt 3 Punkte 8 Punkte geholt, mit einem wesentlich besseren Torverhältnis. Und die nächsten 3 Spiele in der Hinrunde brachten 1 Punkt. Ich könnte mir vorstellen, das wären in den nächsten 3 Spielen vielleicht mehr als 1 Punkt. Und dann sieht man schon mal tabellarisch die Entwicklung des VfL und auch die Stabilität des VfL. Und der Schlüssel zum Erfolg war, dass unser Trainer sehr lernfähig ist, dass er gemerkt hat, dass sein Wunschdenken und das Wunschdenken von Patrick Fabian und Marc Lettau illusorisch war. Man wollte ja mit einer Dreierkette spielen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und als man dann gesagt hat, wir haben es jetzt probiert, wir machen uns selber damit das Leben schwer. Und dann gab es die Umstellung auf die Viererkette und seitdem ist der VfL sehr, sehr stabil geworden. Da gab es ja auch die letzte Heimniederlage gegen München-Gladbach und danach die Umstellung und jetzt geht es wieder nach München-Gladbach. Da hat man noch was gut zu machen und wie Günther sagte, das ist jetzt ein ganz anderer VfL, der beeindruckt wirklich durch seine Stabilität in den Spielen, auch die man knapp verloren hat. Und es gab ja auch viele, viele Unentschieden. Also Bochum kann gegen jede Mannschaft punkten, zu Hause sowieso. Aber die Woche davor waren sie in Frankfurt, da haben sie auch ein super Spiel gemacht in Frankfurt. Sie haben jetzt gegen 4 Mannschaften der Top 6 gespielt, nur in Dortmund verloren. Trotz auch da ordentlicher Leistung, war keineswegs chancenlos. Frankfurt gepunktet, Stuttgart besiegt, für mich nach Leverkusen im Moment. Von der Form her die zweitbeste Mannschaft Deutschlands. Bayern München besiegt. Also der VfL hat richtig was drauf. Der versteckt sich auch nicht. Der spielt mutig. Der spielt mit. Und dieses Selbstvertrauen, das wächst und wächst, hat man den Eindruck. Mhm. Das sind ja auch Punkte, mit denen du nicht gerechnet hast einfach. Also die dann vielleicht noch last minute in der Nachspielzeit verloren gegangen sind, die hast du dann nicht, aber dann Punkte gegen Bayern München, also das ja, da allem, rechnest du ja vorher nicht mit. Ne, du gehst dahin mit 0-7 aus dem Hinspiel und nach Stuttgart kommt, da hast du 5-0 verloren, also da mutig auf den Sieg zu tippen, schon fast vermissen, aber sie machen das gut und das ist diese Mentalität mit diesen Zweikämpfen, das ist für mich das Beeindruckendste, nicht die Tore und nicht die spektakulären Tore des Monats sind für mich beeindruckend, sondern wenn sich da so ein Broschinski, ein Stöger, ein Masovic in den Ball wirft und wenn er ausgespielt wird, dann haut der Nächste dazwischen. Und das ist Fußball. Und in Bochum zu spielen, ist verdammt unangenehm für den Gegner. Das glaube ich auch. Und es ist ja auch dieses Selbstvertrauen, das spiegelt sich auch in den Reaktionen hinterher wieder. Ne? Also die waren natürlich alle erfreut und glücklich, aber jetzt auch nicht so völlig abgehoben. Boah, wir haben die Bayern besiegt. Der Kevin Schlotterbeck, der ein Riesenspiel gemacht hat für mich. Sagt erstmal, was nicht gut war in der letzten Viertelstunde, dass die Bayern da in Unterzahl noch so viele Chancen bekommen durften, war richtig sauer, sagt er, ja. Also die bleiben wirklich auf dem Boden, insofern Stichwort Klassenerhalt, sie haben ja auch gesagt, das waren 3 Punkte, jetzt egal, ob jetzt gegen Bayern oder nicht, das waren 3 Punkte für den Klassenerhalt, 3 wichtige Punkte, wie in jedem Spiel und kann mir nicht vorstellen, dass die nochmal ernsthaft in Gefahr kommen. Nicht, weil sie Bayern geschlagen haben, sondern weil sie einfach diese Stabilität haben und sie müssten ja komplett einbrechen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Einmal, dass wir direkt da bleiben. Günther, glaubst du, dass das schon, oder wie viel hat es für dich zum Klassenerhalt beigetragen? Das war ein riesengroßer Schritt, aber ich bin jetzt mal ein bisschen Skeptiker. Du bist vorsichtiger. Ja, und zwar nicht in Sachen Klassenerhalt, sondern nächstes Spiel. Weil die Historie beweist, dass Mannschaften, die überraschend, ich rede jetzt nicht auf internationalem Niveau, aber Bundesliga-Mannschaften, die überraschend gegen Bayern gewonnen haben, haben dann meistens im nächsten Spiel richtig einen auf den Deckel gekriegt. So nachdem, weil sie im Kopf sich festgesetzt haben, wenn wir die Bayern wegfegen, dann werden wir da auch gewinnen. Und das ist jetzt die größte Gefahr. Und da lobe ich mir so Leute wie Schlotterbeck, wie den Trainer, die da schon sofort wieder auf die Bremse treten und wissen, dass das ist. Denn so wie die Bayern wahrscheinlich im Kopf hatten, 7-0, jetzt führen wir nach 14 Minuten 1-0, abhaken. So glauben vielleicht der ein oder andere, ich hoffe nicht,
wir haben die Bayern geschlagen, Gladbach, die haben wir doch was gut zu machen, dann machen wir eben was. Und jedes Spiel, sagt der Trainer so schön, kann man ihm nicht widersprechen, beginnt bei null. Und Gladbach war für Bochum immer ein enges Spiel meist, aber auch sehr heikel, wenn ich damals an die Relegation denke. Vorsicht vor Borussia Mönchengladbach, das wird kein Selbstläufer. Aber mit der Leistung der letzten Wochen verlierst du in Gladbach nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, vor dem letzten Satz wollte ich gerade sagen, Günther, ich kenne dich normalerweise optimistischer. Nee, aber gestern nicht in der Pause hat er auch noch gesagt, geht 4-2 aus. Gut, der hat nicht gesagt, für wen. Ja, weil du immer noch gedacht unter dem Eindruck von diesen 7 Stück in München stehst. Ne? Und die haben uns ja nicht einmal 7-0 geschlagen, sondern des Öfteren. Ja. Und das sitzt natürlich tief. Außerdem bin ich dann während des Spiels sowieso immer, ist das Glas immer halb leer, nie halb voll. Okay. Ja, voller dann hinterher. Bis der Abpfiff gekommen ist, auf dem Boden bleiben. Woher kommt diese Coolness gerade, die auch ein Letsch hat? Also der sagt ja, im Endeffekt hat er hat gesagt, ich habe mir den Satz extra rausgeschrieben, weil ich ihn so bemerkenswert fand. Am Schluss ist das ja heute kein großer Grund zu feiern. Was? Was? Ja, das ist dieses Selbstverständnis, was ich vorhin sagte. Die spielen gegen Bayern, die spielen gegen Stuttgart, gegen die Top-Teams und sagen, wir wollen gewinnen, vor allem hier zu Hause. Und dieses Gehen, das haben die im Moment drin und sagen, wir sind auch stark genug, um das zu schaffen. Geht das von Letsch aus? Das geht auch von Letsch aus, aber auch aus der Mannschaft heraus. Ja. Die Charaktere in der Mannschaft, da gibt es so viele Typen, die diese Denke haben. Da wird ja auch drauf geachtet bei der Kaderplanung, bei der Verpflichtung von Spielern, dass die diese positive Energie und dieses Wissen, wir müssen hier immer 100% Gas geben, mitbringen auf dem Platz. Ne? Antonio Silva ist einer zum Beispiel, aber es gibt einige andere. Kevin Stöger wurde genannt, ein Riesenspiel gemacht gestern. Kevin Schlotterbeck geht da voran. Manuel Riemann. Sowieso. Ja. Ne? Also das steckt auch in der Mannschaft drin, die in dieser Richtung auch dann gut zusammengestellt wurde und weiter wird. Ja. Mhm. Und was auffällt, es ist mehr ein Miteinander. Es wurde in den ersten Spielen der Hinrunde fast gar nicht auf dem Platz miteinander kommuniziert. Und jetzt quasselt plötzlich jeder, sag ich mal, übertrieben. Aber nicht irgendwie negativ, wie das Manuel Riemann ja schon sehr oft getan hat, sondern eher aufmuntern und positiv. Und das passt ins Bild. Das ist, im Moment ist der Team Spirit ist für mich das Größte, wirklich einer für alle für einen. Und ich glaube, sie wissen sehr gut, Gladbach ist 3 Punkte dahinter. Jetzt noch ein Sieg, ne? Sind wir mal ganz optimistisch. Dann sind es schon 6 auf Borussia Mönchengladbach, die ja noch nicht mal ganz unten drin sind. Aber auch dann singen wir noch nicht, ne? Europa, wir kommen. Irgendwann geht das los. Du singst das dann hier an dieser Stelle, bitte, Günther. Nein. Und ich glaube nicht, dass sie Gladbach unterschätzen. Also überhaupt nicht. Auch wenn Gladbach die tabellarisch schwächste Rückrundenmannschaft ist, mit erst 2 Punkten, zuletzt enttäuscht, 0-0 gegen Darmstadt zu Hause, jetzt in Leipzig verloren. Also da läuft es nicht so rund. Aber das heißt nichts. Bochum weiß, wir müssen wieder 100% den Gegner jagen. Mhm. Und dann ist auch in Gladbach wieder was drin. Auch ohne Losilla, der ausfällt. Aber auch das ist ein gutes Zeichen. Da haben wir jetzt noch gar nicht groß drüber gesprochen. Es fehlten ja gestern 2 wirklich sehr starke Spieler. Spieler, die übers Laufen kommen, die über Intensität kommen. Patrick Osterhage und Matus Bero. Mindestens Bero kehrt zurück nach seiner Sperre. Osterhage war leicht verletzt. Da weiß man noch nicht so genau. Losilla wird dafür fehlen, aber es gibt genug. Bei Oermann gibt es noch ein Fragezeichen. Oermann gibt es auch noch ein Fragezeichen. Mhm. Der musste wegen muskulärer Probleme dann auch ausgewechselt werden. Aber ist er nicht so, als könnte man nicht gut ersetzen? Im Prinzip jeden. Nicht um irgendeine Leistung zu schmälern, aber es ist ja nun mal kadertechnisch so. Da haben wir auch schon oft drüber geredet, dass man fast 1:1 immer gut. Ja, wenn es nicht zu viele auf einmal sind, dann ja. Genau. So. Ja, dürfen natürlich jetzt nicht 4-5 Führungsspieler gleichzeitig ausfallen. Aber das ist ja nicht. Das wäre aber in jeder Mannschaft, glaube ich, schlecht. Ist ja kein VfL-Problem, genau. Dann einmal noch, was ist in Gladbach drin? Du sagst mindestens 1 Punkt. Ja, ich bin davon überzeugt, dass der VfL mit Bero für Toto 2-2. 1 Punkt mindestens. 2-2. Lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ich sage mindestens 2-2. Okay, ja, gut. Okay. Für mich außergewöhnlich, dass ich sowas sage.
Ja, ein Unentschieden, ja, okay. Wie gesagt, ich dachte, du bist optimistischer, aber ist okay. Nee, ich glaube, sie haben aus dem Hinspiel gelernt, weil das war doch deprimierend. Da muss ja zur Halbzeit nicht 3-0 stehen, da muss ja 6-7, 8-0 stehen. Und hinterher, nach dem 3-1, hätten sie sogar noch mal rankommen können auf 3-2, dann hätte es noch kippen können. Aber unter den Voraussetzungen, und die wird der Trainer den sicherlich noch mal in Erinnerung bringen, dieses Hinspiel, glaube ich, dass die Mannschaft total wach ist. Und wenn sie wach ist, wird sie da 2-1 gewinnen. So, okay, sehr gut. Dann gehe ich noch höher, einfach weil das mein Ding ist, offenbar. Ich war fast richtig mit meinem 3-1-Tipp letzte Woche. Aber dann, naja, 3-1 nochmal, weil es so gut fast geklappt hat. Wenn es dann 3-2 ist. Nehme ich auch, genau. Ich wünsche, dass ihr beiden recht habt. Ich wünsche mir das auch, ja. Alles klar, dann danke euch. Ja, schönen Dank. Gute Laune-Talk heute. Ja, wirklich. Hoffe, dass wir nächste Woche auch so gute Laune haben und wir sehen uns dann beim Stadtwerke Bochum VfL-Talk. Bis dann. Tschüss.